In diesem Video werde ich euch erklären, wie man die Spannung an einem Dachfenster ganz einfach selber nachstellen kann. Dies ist notwendig, wenn das Dachfenster geöffnet wird und dann selbstständig wieder schließt. Die Ursache hierzu ist eine zu geringe Spannung in den Federpaketen, die sich seitlich rechts und links auf der Außenseite des Fensterflügels befinden. Wenn das Fenster von alleine schließt, bedeutet das noch lange nicht, dass etwas kaputt ist. Die Federpakete verlieren über Zeit ganz von alleine an Spannung und können deshalb auch sehr einfach nachgestellt werden. Dazu benötigt ihr nur einen Imbusschlüssel und ein kleines bisschen Mut, euch aus dem Fenster zu lehnen. Zunächst muss das Fenster ganz geöffnet werden, sodass rechts und links die Federpakete sichtbar werden. Im unteren Teil findet man eine Skala, auf der man ganz leicht vergleichen kann, wie die beiden Seiten zueinander eingestellt sind. Es ist empfehlenswert, beide gleich stark eingestellt zu haben und nicht beispielsweise eine Seite auf Stufe 1 und die andere auf Stufe 3 zu haben. Um fortfahren zu können, muss jetzt zuerst die Abdeckkappe entfernt werden. Diese kann einfach von innen nach außen vorsichtig herausgedrückt werden. Hier noch einmal in der Ansicht von innen das Entfernen der Kappe. Einfach die Plastikkappe mit dem Finger suchen, leicht drücken, von außen nehmen und herausziehen, damit sie nicht verloren geht. Das ist der Blick direkt durch das Loch. Ich hoffe, es ist erkennt. Es ist am einfachsten, wenn der lange Teil des Imbus eingesteckt wird und der kurze Teil zum Beispiel mit einem Aufsteckschlüssel verlängert wird, damit ein größerer Hebelarm anliegt. Das erleichtert das Drehen. So. Nachdem der Imbus eingefädelt ist, wird er gedreht, und zwar von außen gesehen nach rechts, also von innen gesehen gegen den Uhrzeigersinn, um Spannung aufzubauen in der Feder. Hier ein Blick auf das Innenleben während des Drehens. Und wie ihr sehen könnt, nimmt die Federspannung leicht zu. Auch die Abstände zwischen den einzelnen Federwicklungen werden größer. Das muss jetzt auf beiden Seiten gemacht werden. Und beide Seiten müssen etwa gleich stark eingestellt sein. Was bedeutet, dass ich die linke Seite noch sehr viel drehen muss. Sobald beide Seiten identisch eingestellt sind, können die Kappen wieder montiert werden. Diese werden einfach von außen wieder aufgedrückt. Wenn die Kappe einrastet, hört man ein Knackgeräusch. Ob die Federspannung ausreichend ist, könnt ihr ganz leicht überprüfen. Und zwar, indem ihr das Fenster schließt. Und zwar komplett mit dem Griff. Jetzt den Griff einfach öffnet. Und wenn ihr den Griff loslasst, sollte das Fenster automatisch öffnen ein Stück. Die Federspannung ist ausreichend, wenn das Fenster in jeder Position die Position hält und nicht von alleine komplett aufschnappt. Sollte das Fenster komplett aufschnappen, könnt ihr jederzeit die Federspannung wieder etwas niedriger drehen. Die Federspannung erhöhen, wie gesagt,
tut man durch Drehung entgegengesetztes Uhrzeigersinns von innen gesehen und die Spannung niedriger machen, verringern, geschieht durch Drehen im Uhrzeigersinn von innen gesehen. Viel Erfolg beim Nachspannen eures Dachfensters.